Wir wollen euch heute Bilder zeigen von einem Sturm, den wir von der Terrasse aus erlebt haben. Ein Gewitter, wie es im Buche steht. Kurzer Gruß vom Spätsommer. Ich komme gerade aus dem Wasser. Sehr erfrischend. Der Sommer ist fast vorbei. Wir hatten heuer nicht ganz klares Wasser während des Sommers. Es war, wie ihr wisst, sehr heiß. Lange Hitzewelle. Unser Teich war nie irgendwie grausig oder schlimm trüb. Aber er war nicht ganz klar. Über viele Wochen konnte man nicht in den 3,5 Meter Bereich sehen. Deine Videoplattform zum Thema Schwimmteich. Natur im Garten und Wasser, das lebt. Normalerweise saugen wir unseren Teich, also den tiefen Bereich, zweimal im Jahr ab. Einmal im Frühling nach der jährlichen Reinigung, also Spülung der Schotterzonen. Und einmal im Herbst. Eigentlich erst dann, wenn das ganze Laub reingefallen ist. Wir haben heuer, das haben wir glaube ich schon ein paar Mal erwähnt in den Videos, heuer nicht im Frühling ausgesaugt aufgrund von verschiedenen Umständen und haben immer nur brav hinuntergekehrt. Wir haben gespült, aber wir haben nie ausgesaugt, vor allem weil nicht genug Niederschläge waren bis August. Mittlerweile sind wir dazu übergegangen, dass wir uns eher nach dem Regen richten. Das heißt, wir saugen dann ab, wenn wir wissen, dass ein starker Regen kommt. Und heute, in diesem Fall, was ihr heute seht, ist ganz was Besonderes. Da hat der Christian nämlich in strömendem Regen abgesaugt. Und ich habe das so gut gefunden, dass ich sogar ein paar Fotos und Videos gemacht habe davon. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wann auch immer ihr das Gefühl habt, der Teich gehört ausgesaugt, richtet euch ein bisschen nach dem Wetter und dann saugt es ab. Es muss nicht wie bei uns mitten im Regen sein, sondern vielleicht eher kurz davor. Für diejenigen, die in Gebieten wohnen, wo es nie regnet, ist es natürlich keine Hilfe zu sagen, wartet auf den Regen. Da muss man natürlich ein bisschen anders agieren. Wie gesagt, ich persönlich bin mittlerweile der Meinung, wenn man einen Teichdoktorteich baut in einer Gegend, wo es wirklich, wirklich wenig Niederschläge gibt, dann wäre es wahrscheinlich auch im Sinne der Umwelt und der Nachhaltigkeit klug, eine Regenwasserzisterne anzulegen. Dann hat man eigentlich kein Problem mit dem Nachfüllen des Teichs. Also auch mal Bilder von schlechtem Wetter, das trotzdem richtig sehenswert ist. Viel Spaß beim Anschauen!